neben mir die Jungs von We for Rosa aus Frankfurt, und zwar der Julian, der Max und der Jens. Hallo. Hallo. Grüß dich. Hi. Servus. Und ihr seid im Grunde genommen seit 2016 unter dem Namen We for Rosa zusammen, aber ihr arbeitet schon seit 2011 zusammen. Wieso der Namenswechsel? Ja, wir haben im Zuge unserer EP-Aufnahme und unserer Zusammenarbeit mit Markus Gumball aus Göttingen uns dazu entschlossen, ein neues Projekt zu starten, weil unser erstes Projekt, unter dem wir angefangen haben, ist auch gut durchgestartet, aber wir wollten dann doch in eine bisschen andere Richtung gehen, und wir haben gedacht, ein neuer Name, neuer Sound und uns gefunden, und dann starten wir richtig, haben eine Firma gegründet auch mit der Band und wollen dann jetzt doch dann nochmal angreifen, auch in der Formation. Berufsmucker oder seid ihr alles Amateure, Autodidakten? Wie sieht es bei euch aus? Also ist auf jeden Fall Hobby, und wäre natürlich stark, wenn es irgendwann weitergeht.
Und ja, es ist schon so, dass wir es uns im großen Teil alles selbst beigebracht haben. Ich glaube, der Julian hatte irgendwann mal ganz früher Gitarrenunterricht, aber hat er mich mit ans Boot geholt oder aufs Boot geholt und dann haben wir es uns schon alle selber beigebracht. Das ist schon so. Jetzt sind wir ja gerade beim Gesang, bei der Stimme und es ist ja die Stimme auch so, dass die Stimme nicht nur Melodie transportiert, sondern auch Text. Womit beschäftigst du dich, wenn du Texte schreibst oder schreibst du eure Texte gar nicht selber? Doch, ich schreibe unsere Texte in Zusammenarbeit mit Max selber und wir beschäftigen uns mit vielen Dingen der jungen Erwachsenen von heutzutage, sag ich mal. Natürlich spielen Frauen und Liebe auch immer wieder eine Rolle bei uns, aber auch eben, dass die Unzufriedenheit unserer Generation, generell den Traum auf der Bühne zu stehen, was man ja da doch auch immer wieder zeigt, wenn man dann mal auf die Bühne geht. Und ich denke, da sind wir doch
auf nichts genau festgelegt, aber Max und ich haben das bis jetzt immer zusammen selber gemacht. Von Who's Mary einmal den Stefan, den Marvin, den Kai und den Marius. Hallo Jungs, alles cool bei euch? Naja, alles gut. Ihr habt einen Soundcheck gemacht und der Soundcheck ist ja im Grunde genommen für eine Band immer so das erste Betasten der Bühne. Wie geht's euch? Hat euch das beruhigt oder seid ihr nicht so glücklich mit dem Sound? Ist super. Also wir waren schon mal vor 3 oder 4 Jahren hier und von dementsprechend ist es uns schon mal hier vertraut. Aber ist schön hier zu sein, ist ein toller Sound, ist eine tolle Bühne und wir freuen uns auf den Abend. Wie wichtig ist es für euch, in einem Netzwerk mit anderen Bands zu spielen, irgendwelche Gigs mit anderen Bands zusammen selber zu organisieren oder seid ihr wie ein einsamer Satellit und zieht so eure Konzertbahnen durch Deutschland? Nee, wir sind auf gar keinen Fall einsam. Also wir haben ziemlich viele Freunde auch, mit denen wir immer in Austausch stehen und auch zusammen Sachen organisieren und
Ja, also es ist sehr wichtig auf jeden Fall mit anderen Bands zusammenzuspielen. Man lernt immer nette Leute kennen und auch über die Kontakte kommt man dann leider auch erst zu den wirklich coolen Konzerten. Also es ist sehr wichtig, in Kontakt zu stehen. Also ihr seid jetzt, glaube ich, vier Leute. Würde sagen, jeder verdient 250 Öcken am Abend. Das heißt, ihr müsstet 1000 Öcken nehmen. Kriegt ihr das schon? Knapp, nein, überhaupt nicht. Aber ja, davon sind wir noch ein bisschen entfernt. Aber auf jeden Fall, ich glaube, kommen wir schon auf null raus? Eher nicht, aber wir kommen schon ein bisschen mehr rein als nichts. Unser Ziel ist es vor allem, die Kosten zu decken. Also ich meine, es ist in erster Linie ist es ein Hobby und wir spannen jetzt gerade auf dem Album und gucken, dass wir dieses Jahr ein Album aufnehmen können oder nächstes Jahr. Und da gucken wir einfach, dass wir da zumindest nichts drauf bezahlen müssen, weil das ist schon mal toll, weil ein Label gesigned zu sein, ist auch erstmal mal ein Riesenschritt und muss man auch erstmal gucken, dass man das Richtige findet. Ist ja wie bei einer Beziehung, denke ich mal. Und dementsprechend muss man da schon gucken. Deswegen wollen wir das alles selbst machen in Eigenregie und dann wollen wir einfach nicht drauf zahlen. Das ist uns schon mal wichtig.
Once upon a sound, people rise and stand.